Ich sag dir ehrlich, der Humor, den er jetzt bringen wird, der ist zu alt für Meinst Deutschland. du, Ja. meinst du, der passt sich nicht an? Safe. Nein, Bruder, das wird so ein Thomas Gottschalk-Ding. Der macht noch mal so eine Dings da. Wie heißt diese Show noch mal? Wetten das? So eine allerletzte, Bruder. Und das wird dann so richtig ekelhaft von so Pseudo-Feministen und so wird das dann so weggecancelt. Safe, Digga. Oh, da bist du ein Auf jeden ADHS-Kind. Fall, Alter, wir gucken jetzt die wahren Gründe hinter Stefan Raab. Kurz, Ja, Stefan. meine Damen und Herren, willkommen zu einer Sendung Tollbau total und heute Problem. Hast du aber Es Dings schon war nicht geguckt nur von das ihm? Comeback. Diese erste Sendung? Ich auch noch nicht. Ich hab da so TikTok Oder nichts. ich habe gar keinen Bock, diese RTL Plus Scheiße zu machen. Comeback des Jahres, sondern womöglich des Jahrzehnts. Am Samstag, den 14. September, kehrte Stefan Raab in einer Spektakel. Oder wer soll das sein? Das war nicht Stefan Raab. Boah, hast du aber gesehen, was für Dings da der Ja, hatte? Was der für ist ein richtig Buddy, alt, Alter. Alter. Junge, mit wie alt ist der? 60? 80 safe. Mann, okay. Das ist aus den Opa gemacht, Digga. Spektakulären Show zurück vor die Fernsehkameras. Die Show hatte fast 8 Millionen Zuschauer. Sein Comeback-Song stieg direkt auf Platz 1 der Charts ein. Und schnell wurde klar, Ich hab der davon nie mal Kampf was war nur der mitbekommen. Schau Anfang. nicht. Und Raab wird in den nächsten Jahren diverse neue Shows machen. Und das exklusiv bei RTL. Doch wie kam es so plötzlich zu einem so aggressiven Comeback? Was sind Raabs wahre Beweggründe, wieder vor die Kamera zu treten? Denn eigentlich widerspricht sein Comeback allem, was er früher immer gesagt hat. Ich habe ja mal vor, als ich angefangen habe bei Viva, oder keine Ahnung, ein halbes Jahr bei Viva war, glaube ich, so ungefähr, da habe ich gesagt, dass ich im Fernsehen eigentlich nicht unbedingt alt werden möchte. Ich habe das immer so beschrieben, ich möchte nicht irgendwann mal meinen Kindern erzählen müssen, guck mal, da im Fernsehen ist der Papa, der macht da den lustigen Onkel, damit er euch was zum Anziehen kaufen kann. Scheinbar hat sich seine Einstellung dahingehend aber gewandelt. Oder auch nicht? In diesem Video beleuchten wir, was wirklich hinter Raabs Comeback steckt. Dabei gehen wir auch darauf ein, was er überhaupt in den Jahren seiner Abwesenheit gemacht hat. Und wir schauen darauf, was er jetzt, wo er wieder zurück ist, für neue Shows Oder und wie viel Geld Formate meinst du, plant. hat er? Und ob es vielleicht auch sein kann, 100 von dass Millionen. sein Comeback nur 110 von von kurzer Millionen. Dauer ist. Um die Ja. wahren Gründe hinter Raabs Comeback zu verstehen, ist 200 es hat auch der. wichtig, Z Bruder, in. was? 200-300 hat der safe. Von wo? Was von wo? 20 Jahre, jeden Tag pro 7. Ja, aber das Geld geht ja auch wieder weg. Ist jetzt nicht so, als ob Bruder, du. jeden Samstag schlag den Raab. Ja. Dann immer abwechselnd irgendwann hinterher schlag den Star. Dann dieser Wok-WM, Autoball, Turmspringen. Was hat der nicht noch gemacht? Meinst du, der hat immer so eine Riesengage bekommen? Sonst wird er das doch nicht machen. Plus so viele Prozente bei ProSieben. Oder diese, nicht Filmpool. Diese MySpaß.de, das ist doch auch seine Firma. Das ist doch seine Produktionsfirma. 100 Millionen. Safe. Safe, safe, safe. Oder Mario Barth hat schon 100. Oder du musst ja, wenn du 100 Millionen willst, du musst 200 Millionen machen. Das heißt, der hat 400 Millionen gemacht. 400 Millionen, Bruder. Bruder, Das heißt, er hat in halb so viel. 20 Das Jahren. heißt, er hat halb so viel Geld gemacht wie Jay-Z. Bruder, der hat. Wieso halb so viel? Ja, Jay-Z hat so 800 Millionen bis 1 Milliarde. Naja, hat der nicht 4 Milliarden? Nein. Der hat 1 Milliarde circa, glaube ich. Ich meine 4. 400 Millionen? Nein, aber Bruder, jeden Tag, 20 Jahre lang TV Total. Du würdest mir sagen, der hat da nicht kein Cash gemacht. Also ich sage Minimum so 50 auf jeden Fall. Nein, viel mehr. Du unterschätzt das. Bei Gott. Ja, okay, 100. Mehr, 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 mehr. 200, 300 würde ich sagen. Als Mensch besser zu verstehen. Und dafür werfen wir zunächst mal einen Blick auf seine Vergangenheit. Stefan Raab wurde am 20. Oktober 1966 in Woher haben Köln die von ihm so geboren. Babydinger Seine genommen? Eltern Nimm betrieben dieses eine Metzgerei Sack-Footage. und er hatte zunächst eine behütete Kindheit als Stadtkind. Im Alter von 10 Jahren Das war's einfach wechselte doof. er dann allerdings auf ein katholisches privates Internat in Bonn.
und war von nun an seltener zu Hause. Kurz darauf passierte dann etwas, was für Raabs weiteres Leben entscheidend werden sollte. Als ich aufs Gymnasium gekommen bin in der 6. Klasse, habe ich dann der Chorleiterin vorgelogen, ich besäße ein Schlagzeug, besaß aber tatsächlich keins. Da sagte sie, bring das doch mit, ne? Bring das doch mal zur nächsten Probe mit, das ist doch klasse. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe meinem Vater erzählt, also ich habe ein Riesenproblem. Sein Vater kaufte ihm daraufhin tatsächlich ein Schlagzeug, wodurch Raab relativ schnell seine Liebe zur Musik entdeckte. Das entwickelte sich immer so weiter, dann habe ich, was nicht, was Gitarre. Oder meine Mutter hätte mich direkt zufällig da stehen. Und dann habe ich mir das alles mehr oder weniger selber beigebracht. Als Jugendlicher spielte er dann in mehreren Bands, hatte diverse Live-Auftritte und fing schließlich sogar an, erste eigene Musik zu produzieren. Doch nach dem Abitur wartete ein harter Einschnitt auf Raab. Er musste zur Bundeswehr. Hier kommt die Maus. Der Bundeswehr, was haben die da eigentlich mit, gemacht? Kennst du das mit Busta Rhymes, wo die rappen? Ja. Hier kommt die Maus, hier kommt die Maus. Bei der Luftwaffe. Ah, ja. Bodenpersonal. Er war bei der Luftwaffe? Sein Vater. Ach so. Oder? Spur mal zurück. Also war sein Vater Nazi? Spaß. Spur mal zurück. Wartete ein harter Einschnitt auf Raab. Er musste zur Bundeswehr. Bei der Bundeswehr, was haben die da eigentlich gemacht? Ich war... bei der Luftwaffe. Ah, ja. Bodenpersonal. Also ich bin als Funker, als Tastfunker ausgebildet worden. Was macht ein Tastfunker? Ah, Morsen. Ja. Können Sie das noch, Morsen? Ja, ich kann nicht mehr alle Buchstaben, aber mit Eselsbrücken kann ich mir da noch helfen. Nach der Bundeswehr studierte Raab dann. Und zwar ein Fach, das für ihn fast unpassend erscheint, nämlich Jura. Aber das war nicht alles. Aber ich hatte zu der Zeit Jura studiert. Walla, da sieht der fresh aus. Das macht aber Sinn, dass er Jura studiert hat. Wieso? Bruder, das erklärt seinen ganzen Werdegang. Wenn er das durchgezogen hat, dann checkt man auch, warum er so fix ist, was so Verträge und so ein Shit angeht. Bruder, er ist doch ein Mann von Fach dann. Er kann sich doch, also wenn er Jurist ist, dann kann er sich doch die Verträge so basteln, wie er will, weißt du? Aber Bruder, also, brauchst du das? Grundlage und das Wissen. Natürlich. Ja, okay, für den Anfang. Cash ja. Rausziehen und so. Ist doch richtig klug dann. Macht doch richtig Sinn. Walla, er sieht aus wie Leonardo DiCaprio. Ich schwöre. Auf Crack, Bruder. Auf Crack mit Geheimratsecke, aber ein bisschen, Bruder, komm's ran. Ich schwöre, sie clean aus. Bruder, alle hatten diese Korani-Bart damals, ne? Das war richtig Ding früher, ne? Alle hatten das. Das war aber auch wegen Dings bestimmt. Ja, wegen Korani, Bruder. Wie meinst du? Ich dachte, das war einer der krassesten Fußballspieler damals. Mich nicht ganz. Die haben alle wegen dem diesen Bart gehabt. Hey. Also würde ich jetzt behaupten. Oder ist der Zeitgeist gewesen? Keine Ahnung. Also ich habe ausgelassen. Da habe ich gedacht, wo kann man ein bisschen sagen wir mal, menschliche Kontakte pflegen. Das geht in der Metzgerei sehr gut. Ja, tatsächlich machte Raab neben dem Jurastudium ja, auch noch eine Metzgerei. Bruder, was da für eine Säge? Ist so normal, Metzgerei. Knochensäge. Der war Metzger? Junge, was war denn? Seine Eltern haben doch eine Metzgerei gehabt in Köln. Also er war Jura? Ja, seine Eltern haben Metzgerei. Und Metzgerei. Dann hat er Musik gemacht, dann Bundeswehr, danach Jura. Krass, Digga. Bruder, der wurde auf Disziplin gedrillt. Diszipliniert. Metzgerlehre und schloss diese sogar als Bester seines Bezirks ab. Als er dann im 5. Semester seines Jurastudiums war, brach er... Bruder, aber das sind auch so Leute, die gehen überall durch, einfach Erfolg, immer. Ja, Bruder, das ist wahrscheinlich auch so, Eltern haben genug Geld, um ihn so, dass er sich so, dass finanziell so sich frei entwickeln kann, weißt du? So keine Filme mit dieser eine Woche kein Strom, weil kein Geld und so, gibt's bei dem. Bruder, ich gehe trotzdem nicht. Brach er dieses jedoch ab. Der Grund, er wollte nicht so enden wie all die unglücklichen Anwälte, die er kannte. Stattdessen wandte er sich dann wieder seiner wahren Leidenschaft zu, der Musik. Zu diesem Zweck gründete Raab ein eigenes Musiklabel namens Roof Grooves. Der Name kam, weil er sein erstes Studio in seiner Dachgeschosswohnung einrichtete. Schnell verdiente er dann sogar erstes Geld, und zwar mit Werbejingles. Werbejingles, wofür, fragt ihr euch? Oder damit hat man früher richtig Cash gemacht, ne? Diese Jingle-Scheiße, Alter. Millionär. Du hast einen Jingle gemacht, der lief die ganze Nation, Alter, hast du direkt Kohle gemacht. Bruder, Manuelsen hat doch ein hohes C-Jingle gesungen. Damals. Echt jetzt? Mhm. Von welchem Jahr? Bruder, lange her. Da war der noch Kind. Aber dann hat er schon Cash gemacht. Als Kind einfach. Es gibt auch so Fotos von der Zeit noch. Ich weiß nicht, ob man den Jingle bei YouTube findet, aber gibt's noch. Das hat er sogar in seinem Buch erzählt. Krass, Digga. Hat der aber für Cash bekommen? Ja, nicht viel, ne?
So wie diese Kinderschokoladenkinder, weißt du? Die kriegen einmal so 5.000 Euro und das war's. Dafür auf der ganzen Welt dein Gesicht. So hat der mit Hostie gehabt. Aber warum waren da nie so andere Kinder? Er ist doch Dings da, Casting. Ja, aber ich meine andere Kinder. Wie? Was? Egal. Blendermed, ja, ja, alles, also ganze Menge. So. Auch das ARD Morgenmagazin. ARD Morgenmagazin habe ich Musik für geschrieben. Also für alles Mögliche, Dokumentarfilme. An diesem Punkt in seinem Leben folgte Raab voll seiner Leidenschaft und so kam es. Ja, heißt das? Wiegald Boning, kennst du nicht? Das hat er gemacht. An Quizshows und so. Wiegald, ah, nee. Ich Bruder, dachte, du musst mal sein. Wie Günther Jauch. Du musst mal sein Twitter abchecken. Seit 600 Tagen oder so geht er jeden Tag baden und filmt das und lädt das hoch. Aber so im See, ne? Ach so. Ich dachte jetzt eine Badewanne. Nein, nein. Und warum macht er das? Einfach so, Bruder, warum nicht? Beständigkeit im Leben. Glaubst Bruder, du mir, das ist so ein Punkt, an dem kann er sich aufhängen? Guck dir mal seinen Kragen, Bruder. Walla, ja. Was ist das für ein Kragen, Bruder, ja? Oder ja, auf diesen Kragen lastet so viel Druck. Ja, ey. Junge, das ist so auffallen einfach. Das so genau, kennst du diesen Daniel Hedwig? Der hat so richtig hässliche Haare immer. Der macht Supertalent und so einen Scheiß, hat er moderiert damals. Deinem Leben folgte Raab voll seiner Leidenschaft und so kam eins zu. Den kenne ich noch, der war auch Legende früher. Was ist mit dem passiert, Bruder? Wie hieß der überhaupt noch? Amola Adebesi oder so. Amola Adebesi? Ja. Das ist so ein geiler Name. Bruder, er sieht einfach aus wie mein Cyberpunk-Charakter, ne? Ich schwöre genau gleich, ne? Fehlt nur noch, dass er so einen riesen Jaroch hat. Mann. Vielleicht kann man sehen oder nein. Oder der ist doch Dings da. Richtig gut befreundet mit Oliver Pocher. Deswegen ist er Chirp. Yeah, als ob, man. Ja, das scheiße ist wieder. Ja, Viva-Zeiten. Oliver Pocher hat doch auch bei Viva angefangen. Nein. Doch. Der war bei MTV. Ja, ist doch dasselbe, Digga. Viva und MTV haben Viva alle gemacht. Rente Pocher oder wie das hieß. Das war doch bei MTV immer. Ja, die haben aber auch Viva. Pocher hat doch, glaube ich, dieses TRL eine Zeit lang gemacht. Nein. Der Joko Winterscheid hat das doch auch gemacht. IRL war doch nicht Oliver Pocher, Bruder. Nein, nein, nein. Ich glaube, der hat das, Joko war. Ja, Joko hat das gemacht. Aber. Oliver Pocher hat das, glaube ich, auch gemacht. Der hat sogar Bushido, glaube ich, interviewt. Einmal. Nein, das war Joko. Ja, Joko. Diese, auch. Wo der so Geld rausholt, seine Batzen. Er sagt, ich will einen Fernseher kaufen, der Hund, Alter. Ja, so 70.000 Euro. Das war so, Digga. Geskriptet, Digga. Walla, ich feiere ihn, weil seine Haare so geil aussehen. Ja. Oder der sieht aus wie der Sänger von Hathaway. What is love? Baby, don't help. Bruder, weißt du, wie auch. Ach, Bruder, ich bin nicht reingekackt. Scheiße. Ja, hast schon reingekackt, Digga. Nein, Bruder, Jamaika hat eine Bob-Mannschaft. Ich schwöre, der sieht aus wie der eine da. Aber nicht mal so rassistisch, Digga, aber er sieht einfach aus wie der Typ da. Ja, alle Schwarzen sehen gleich aus, ne? Ja. Ich feier die Haare. Jeder einfach nicht, Bruder. Drin, als er erfuhr, dass es Mola Adebesi. Woher kommt das? Ist das arabisch-mäßig? Nee, ne? Nein, Mola ist nicht arabisch. Dieser Adebisi könnte arabisch sein. Adebisi. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Aber bestimmt auch so. Bestimmt Senegal oder so. Ghana oder so, glaube ich. Oder Kamerun. Neuseeland. Einen neuen Musiksender namens Viva geben soll. Diesem bot er nämlich ein paar Werbejingles an und bekam so ein Gespräch mit dem Programmdirektor. Boah, richtiger Halsabschneider, ich schwöre. Ich schwöre, wie der da sitzt. Er guckt mich an, Bruder. Und ich habe jetzt schon von meinen Kontos weg alles. Markus Wolter. Obwohl da nichts drauf ist. Und diese Begegnung sollte Raabs Leben für immer verändern. Dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich dem Programmdirektor, dem damaligen, etwa eine Stunde lang erzählt, wie toll das ist, weil ich nicht geglaubt habe, dass er selber so ein sicheres Urteilsvermögen hat. Und dann war nach einer Stunde, also er hat zu mir gesagt, er hätte schon oft Leute Scheiße erzählen hören, aber so viel noch nicht und das nicht in einer Stunde. Und wenn ich... Ja, und dann lief da gerade ein Casting, hat er gesagt, ich sollte das vor der Kamera probieren. Dann bin ich da runtergegangen. Eigentlich hatte ich den Job schon in der Tasche, den ich eigentlich haben wollte. Also Primärziel war erreicht. Und dann sollte ich von der Kamera, wie das ja bei Viva in den meisten Fällen üblich ist, so vom Teleprompter Texte ablesen, die die Autoren geschrieben hat. Das war mir dann eigentlich zu doof. Und dann habe ich mich also darauf beschränkt, statt die Texte abzulesen, die Autoren zu beschimpfen und die diese Texte geschrieben haben. Und daraufhin, eine Woche später, rief mich dann der Programmdirektor an und meinte, er fand das total gut. Ich soll mir mal irgendwie eine Woche überlegen, was ich machen möchte. Tatsächlich wurde Raab so zum Moderator bei Frechen Scheiße einfach groß geworden. Ja, aber das ist dieses Dreistsein, ja, ne? Nur freche Scheiße, denke ich. Auch am Anfang Scheiße labern und so. Ja, ja. Von wegen, ich kann das und dann sich irgendwie durchmogeln. Bruder, bei Hans Zimmer, ne? Mhm. Der hat ja früher so Leute unter Vertrag genommen, ne? Mhm. Und dann einer, ich glaube, was hat der für eine Musik gemacht? Ich glaube, der hat auch von, da, wie heißt das?
hier Batman und so mitgemacht, ne? Ja. Der ist zu Hans Zimmer gegangen, Hans Zimmer hat ihn gefragt, kannst du Cubase, dieses Musikprogramm, kennst du dich damit aus, ne? Er meint erst nein, ne? Dann hat der Hans Zimmer erstmal Richtung geguckt, dann hat er gelacht, dann sagt der Junge, das war nur ein Scherz, ne? Mhm. Aber er konnte wirklich nicht, ne? Bruder, er hat einfach gesagt, er kann das, dann hat er nächste Nacht, ganzen Tag, ganze Nacht dieses Programm gelernt und dann hat er das, Bruder, einfach durchmogeln, ich schwöre. Lieb, Bruder, was hast du zu verlieren? Ja, man muss eklig lügen, Bruder. Oder wenn nein, dann nein. Ist doch egal. Nächste Mal. Ja. Wein, Bruder. Eine Woche. Alter, was hat. Der hat auch Fliesen im Mund, Bruder. Ja, hat der auch. Eine Woche. Der hat einmal Cash gemacht, direkt Zähne machen lassen. Meinst du, der hat Zähne machen lassen? Ja, also ja, da noch nicht, Bruder. Aber und meinte, er fand das total gut. Ich soll mir mal irgendwie eine Woche überlegen, was ich machen möchte. Das sind richtige Kaffeezähne, Bruder. Ja, starke Raucher, Kaffeezähne. Bruder, aber er sieht immer anders aus. Was ist da mit seinen Haaren aber passiert? Warum hat er da nicht mehr diese Dings, Bruder? Und warum ist da hinten so ein Riesenohr? Tatsächlich wurde Raab so zum Moderator bei Viva und bekam seine eigene Show. Diese war so erfolgreich, dass bald auch andere Sender Interesse an ihm hatten. Zusammen mit der Produktionsfirma Brainpool gründete er dann seine eigene Firma namens Raab TV. Seine Formate wie TV Total, Schlag den Raab und seine zahlreichen TV-Events wurden legendär. Aber was hat das nun alles mit Raabs Comeback und den Gründen dahinter zu tun? Das Wichtige an seiner Biografie ist, dass Raab ins Showbusiness und vor allem in seinen enormen Ruhm geradezu reingestolpert ist. Und dies war auch ein Grund, warum er sich 2015 nach fast 20 Jahren vor der Kamera entschied, seine Karriere vor der Kamera an den Nagel zu hängen. Denn er hatte sich immer geschworen, nicht im Fernsehen alt zu werden und war auch immer ein Familienmensch. Habe ich auch nie gemacht, weil im Gegenteil, für mich stehen sie ja eher zum Beispiel für traditionelle Familienwerte. Die pflegen ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, gründen jetzt selber eine Familie, würden immer darauf achten, dass die Familie nicht der in einer negativen Weise irgendwie in die Öffentlichkeit hineingezogen wird. Genau. Also sie schützen da ja ihr Umfeld. Ja, ist eigentlich auch so. Mit seiner Frau hatte er damals zwei junge Töchter und wollte sich die Zeit nehmen, sie aufwachsen zu sehen. Und außerdem hatte er auch noch andere Lebensträume. Es ging lange das Gerücht um, dass sie sich aus dem Fernsehgeschäft dereinst verabschieden möchten, um die Welt zu umsegeln. Das ist kein Gerücht, sondern das ist tatsächlich ein Traum, den ich habe. Ja, den ich aber schon so lange habe, dass er immer wieder neu aufs Neue verschoben wird. Aha. Ab 2015 hat er diesen Traum aber scheinbar nicht mehr aufgeschoben, da es tatsächlich immer wieder Berichte von Privatpersonen gab, die Raab mit seiner Familie auf einem Katamaran gesehen hatten. Es scheint also, als hätte er seine Auszeit unter anderem genutzt, um die Welt zu segeln. Aber solche Träume sind natürlich endlich und auch Raabs Kinder sind nun erwachsen. Das heißt, die persönlichen Gründe, die ihn motiviert haben, mit dem Promi-Dasein aufzuhören, sind inzwischen weggefallen. Er sagte selber kürzlich in einem Interview, das Leben ist ein Prozess und er ist nun an einem anderen Punkt als vor gut 9 Jahren, als er sich aus dem Fernsehen verabschiedete. Aber dabei verschweigt Raab eine wichtige Sache. Denn diese persönlichen Veränderungen sind nicht der einzige Grund für sein Comeback. Tatsächlich steckt noch weit mehr dahinter. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, hat Raab für sein Comeback nämlich einen Mega-Deal mit RTL abgeschlossen. Und das mit einer ganz neuen Firma, die Raab erst vor einigen Monaten gegründet hat, namens Raab Entertainment GmbH. Ein Detail, das gleich noch sehr wichtig wird. Ne? Für den Deal hat RTL, Raabs neuer Firma, mindestens 90 Millionen Euro Budget mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren zugesichert. Ja, das ist so viel, das der klingt zwar nach enorm viel Geld, verglichen mit früheren Deals von Raab ist das aber gar nicht so spektakulär. Ja, 2011 Bruder, hatte Raabs aber Firma... Aber guck mal, das geht über 5 Jahre. Ja und, Digga? Meinst du, der RTL setzt nicht das Zweifache, Dreifache damit um? In diesen 5 Jahren? Meinst du, Alter? Ja, Bruder. Ich bitte dich. Alleine, wie viele Leute haben sich RTL Plus gemacht, um das zu gucken? Bruder, ich sag dir ehrlich, diese 90 Millionen... Diese 90 Millionen, das haben die in 18 Monaten wieder drin. Verspreche ich dir. Boah, das unterschätzt das, Digga. Guck mal, was kostet RTL? Bruder, ich verbinde deutsche Sachen nie mit so viel Geld, Bruder. Ich weiß auch nicht. Ja, weil du schläfst. Ich bin ein Kind, Bruder. Ja. Guck mal, was kostet diese RTL Plus? 5 Euro, 6 Euro? 10 Euro locker. Ja, 10 Euro. Mach mal 1 Million. Meinst du, es haben sich nicht 1 Million Deutsche RTL Plus gemacht? Ja, das glaube ich. Ja, siehst du, sind schon mal, was ist das, 10 Millionen?
von ProSieben zum Beispiel 184 Millionen Euro für 5 Jahre bekommen. In heutigem Geld fast dreimal so viel. Was? Wen willst du verarschen? Ich sage doch, Bruder, der ist reich, 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 reich. 500 Mio! Ja, Bruder. Für 5 Jahre! Du schläfst, Bruder, das, weil du nicht aus Spider-Man-Becher trinkst. Bruder, wie viel Cash ist das? Ja. Ein Bruder, niemals. Ja, ach. Bruder, du schläfst. Was meinst du, wie viel Geld die machen? Du musst nur Bundesanzeiger gucken. Wie viel Umsatz hat ProSieben im Jahr? Wie viel? Ja, weiß ich doch nicht. Musst du gucken. Was, wo soll ich das gucken? Bundesanzeiger. Kannst du jetzt hier Internet. Lass mal gleich gucken. Lass erst Video zu Ende gucken. Bundesanzeiger. Bruder, 500 Mio. Ja. Meinst du, das war davor auch schon so viel? Also so 2005 bis 2010? Nein. Bruder, das fing doch dann an, der hat TV Total gemacht, das ging gut. Mhm. Und dann fing das an, dass er gesagt hat, ja, lass mal, schlag den Star, Bock WM. Dann haben die das ja finanziert mit dem Cash. Dann haben die eine 500 Millionen locker gemacht. Aber halbe Milliarde in seine Tasche oder 500 Millionen Budget? Nein, Budget. Das, ja, Digga. Ja, Bruder, was hat der davon ausgegeben? 300 Millionen. Ich bitte dich, Digga. Weil, guck mal, alleine dieses erste Turmspringen. Jeder mit Name und Rang in Deutschland hat da mitgemacht. Jeder, der bekannt war. Der hat alle rangeholt. Alter, das ist krass, komm mal weiter. Viel wie der RTL-Deal. Branchenexperten gehen daher davon aus. Übertreibt man nicht die Arme. 2 Euro am Monat. Das Tor zur Wahrheit. Dass der Deal ein tatsächliches Insgesamtvolumen von 200 Millionen Euro oder mehr umfassen könnte, wenn alles gut läuft und Raab die richtigen Quoten liefert. Davon dass der Deal ein tatsächliches Insgesamtvolumen von 200 Millionen Euro oder mehr umfassen könnte, also wenn Premium, alles gut läuft und Raab die richtigen Quoten liefert. Mit anderen Worten, RTL hat Raab ein sehr verlockendes Angebot gemacht, das er einfach sehr schwer ablehnen konnte. Aber das ist natürlich nicht alles. Wie eben schon erwähnt, hat Raab den Deal nämlich mit einer komplett neu gegründeten Firma abgeschlossen. Und das hat natürlich einen Grund. Aber um den zu verstehen, müssen wir kurz die Geschichte von Raabs Firma und seiner Beziehung zu ProSieben beleuchten. Als Gesicht von ProSieben hatte Raab 25% der Anteile an einer Firma namens Brainpool. Dieser Firma gehört unter anderem zu 100% die Firma Raab TV, die immer Raab-Sendungen produzierte. Mal, er hat eine Firma, er hat 25% von einer Firma, die 100% ihm gehört? Nein, er hat 25% von einer Firma. Ja. Dieser Firma gehört 100% seine Firma. Zu viel Mathe auf den Arm. Hä? Mach mal weg. Warte mal, das ist doch aber seine Firma dann. Ja, aber... Die muss doch dann 100%... Bruder, sich mit 25% von dieser Brainpool-Firma gekauft, okay? Ja. Und hat dann seine Firma komplett an Brainpool verkauft. Das heißt, er ist da eingestiegen, mit 25% macht er Gewinn und Raab TV verkauft plus den Verkaufspreis und 25%. 2009 stieg dann aber die Firma Banijay Deutschland zu 50%. Banijay Media, was ist das jetzt? Ach, Bruder, du schläfst, Digga. Das war doch am Anfang von diesen Abzocker. Mach mal weiter jetzt. Bei Brain. Ah, wo dieser Typ saß, ne? Pool mit ein. Dieses Unternehmen gehört übrigens zu einem kleinen Teil auch einem der reichsten Menschen der Welt, nämlich Bernard Arnault. Raabs Anteile sanken 2009 also auf 12,5%. Ehrlich. Oder das ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ja, war egal. 15 ja, nach seinem TV-Abschied behielt er diese Anteile zwar zunächst, doch 2018 verkauft er diese auch. Und zwar wieder an die Firma Banijay Deutschland, die nun also über 50% an Brainpool besaß. Im Gegenzug bekam Raab dafür 10% der Anteile an Banijay Deutschland. Zur gleichen Zeit schloss er mit ProSieben und Brainpool einen Vertrag, dass er bis 2023 als Produzent hinter den Kulissen weiter an Shows mitarbeitet. Eigentlich sollte dieser Vertrag auch verlängert werden, aber es kam anders. ProSieben orientierte sich nämlich immer mehr von Raabs Firma weg und setzte mehr und mehr auf die Firma Florida TV von Joko und Klaas.
und auch Raab soll laut einigen Insider. Dann kam doch diese Tripus Haligali. Er ist Ronaldinho und Joko Klaas und Neymar. Ja. Ah. Aber warum machen die so, ja? Oder Geld. Alles andere egal. Insider nicht mehr zufrieden mit der Zusammenarbeit gewesen sein. Zum einen gab es angeblich Spannungen zwischen ihm und Sebastian Puffpaff, dem neuen Gesicht von TV Total. Ja, Opfer, Digga. Mach direkt weiter, sag nix. Das ist der neue von TV Total? Ja. Total. Außerdem war Raab laut einigen Berichten aber unzufrieden mit dem neuen Mehrheitsinhaber seiner Formate, Banijay Deutschland, und forderte mehrmals die Kontrolle über seine Shows zurück. Ich will Bungee Jumping hören und nicht Banijay. Ich denke immer, er sagt jetzt Bungee Jumping. Und dann sagt er Banijay. Diese wollte man ihm aber nicht geben. Dies stellte Raab vor ein anderes Problem. Und zwar hielt er, wie eben erwähnt, inzwischen 10% der Anteile an Banijay Deutschland und wollte diese eigentlich an die Firma verkaufen, die übrigens inzwischen von seinem Entdecker Markus Wolter geführt wird. Aber dieser stimmte dem Verkauf nicht zu, da Raabs Preisvorstellungen wohl zu hoch gewesen seien. Raab war bis letztes Jahr also gefangen in einer Situation, in der er nicht mehr die gewünschte Kontrolle über seine Sendungen hatte und gleichzeitig nicht einfach aussteigen konnte. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass er sich nach diesem stillen Bruch mit ProSieben bewusst dafür entschied, nun mit RTL gegen seine alte Produktionsfirma zu konkurrieren. Dafür spricht unter anderem die Tatsache, dass seine neue wöchentliche Show Du gewinnst hier nicht die Million ausgerechnet zur gleichen Zeit wie TV Total, nämlich mittwochs zur Primetime läuft. Außerdem ist bekannt geworden, dass Raab für seine neue Firma zahlreiche Produzenten von anderen Produktionsfirmen abgeworben hat und als Geschäftsführer sogar den ehemaligen Chef von ProSieben und Sat.1, Daniel Rosemann, für sich gewinnen konnte. Darüber hinaus hat er sogar inzwischen die TV-Total-Band, die Heavy Tones, abgeworben. Diese werden nämlich ab Ende des Jahres wieder in Raabs Show spielen. Es sieht also alles danach aus, als sei Raabs Comeback auch dadurch entstanden, dass er sich mit ProSieben oder besser gesagt der Banijay Group und Braincool überworfen hat. An dieser Stelle bleibt die Frage, wie sieht denn die Zukunft von Raab bei RTL eigentlich aus? Bekannt ist zum einen, dass er wieder regelmäßig seine eigene Late-Night-Game-Show Du gewinnst hier nicht die Millionen produziert. Außerdem wurde schon ein neues Format mit Elton angekündigt, namens Elton 12, in dem 12 Promis, die alle eine Gemeinsamkeit haben, in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Abgesehen davon wird es auch wieder klassische Raab-Events wie das RTL-Turmspringen geben und es gibt sogar Gerüchte, dass möglicherweise eine neue Castingshow mit Raab entstehen soll. Warte, aber dieses Turmspringen, war das vorher bei ProSieben? Mhm, ja, okay. Alles. Aber das ist bestimmt auch cool, wenn er Castingshow macht. Das wird todeslustig. Ja. Wenn er wie Dieter Bohlen wird? Oder dieses Star für Oslo war doch auch geil. Ich habe das nie geguckt. Nein, früher Lena Meyer Strandgut. Gehen soll. Da Raab schon Talente wie Stefanie Heinzmann, Lena Meyer Landrut und Max Mutzke entdeckt hat, keine uninteressante Angelegenheit. Denn übrigens war Raab auch immer schon daran gelegen, die deutsche Musik- und Unterhaltungsindustrie zu stärken. Womit wir auch schon beim letzten Grund für Raabs Comeback... Bruder, ich schwöre, deutscher Shah Rukh Khan. Ja, Bruder. Pretty woman, deko deko, ne? ...wären, den Raab selbst wohl am besten in Worte fassen kann. 10 Jahren, da gab es Leute, die waren 5 Jahre alt, die sind jetzt 15. Hier ist quasi eine ganze Generation ohne gute Unterhaltung groß geworden. Und aus diesem Grund habe ich mir entschlossen, dass auch meine Verpflichtung gegenüber unserem Land wieder etwas zu machen... Und was haltet ihr von Raabs Comeback? Freut ihr euch, dass eine Fernsehlegende wieder zurück ist oder holt er euch eher nicht mehr ab? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare und lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefällt. Oder ich sag dir ehrlich, der Humor, den er jetzt bringen wird, der ist zu alt für Deutschland. Meinst du, meinst du, der passt sich nicht an? Safe. Nein, Bruder, das wird so ein Thomas Gottschalk-Ding. Der macht nochmal so eine Dings da. Wie heißt diese Show nochmal? Wetten das? Hm. So eine allerletzte, Bruder. Und das wird dann so richtig ekelhaft von so Pseudo-Feministen und so wird das dann so weggecancelt. Safe, Digga. Das war bei dem richtig krass. Der hat ja deswegen aufgehört, ne? Wegen Shirin David und Katja Krasavitz und so. War die da? Ja, ja. Die haben sich da hingesetzt. Ja, abwarten, Digga. Bruder, ich guck das eh nicht, weil ich kein Geld habe für RTL Plus. Ja. Ich hab nicht mal Geld für Internet. IPTV. PTV? IPTV. Was ist das? Oder? Ip Man TV? Ja.
Heide Bismillah.